Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe! Heute aber nicht alleine, sondern der Erpel zockt es dabei. Hallo! Hallo! Wer bist denn du? Ja, also man nennt mich der Erpel oder Maeve oder keine Ahnung. Ah. Manche nennen mich auch Karl-Heinz, aber... Hallo, keine Ahnung, ich bin Dizzy. Erstmal den Dad-Joke rausgeräumt, so. Läuft. Und ich mache klassische Let's Plays, weil ich für alles andere zu untalentiert bin. Das ist der Anfang, das kommt noch. Wenn du dann erstmal 6 Jahre dabei bist, dann fängst du an zu schneiden, hast dann immer noch keinen Erfolg und dann kannst du dich Dizzy nennen. Na, ich habe ja, bevor ich Let's Plays gemacht habe, so aufwendigere Reviews, Faktenvideos, Toplisten. Und dann ging mein Internet irgendwann nicht mehr und dann konnte ich keine Recherche mehr betreiben. Und dann dachte ich mir, komm, machst du Let's Plays. Zu welchen Themen hast du da dann was gemacht? Nintendo, Doom, ich habe eine Review zu Mario Kart 64 gemacht. Und zu so ein paar Indie-Spielen. Dann habe ich Fakten zu verschiedenen Nintendo-Franchises und Doom gemacht. Dann habe ich, hey, meine Top 10 Super Nintendo-Spiele, meine Top 5 GBA-Spiele. Und die habe ich dann irgendwann offline genommen. Aber oh, warum das? Man kennt mich noch aus der Zeit. Ich weiß nicht. Nicht zufrieden mit deiner Arbeit? Nee, weil wenn man dann meine Let's Plays findet und dann sieht man so, hallo, willkommen zu 10 Fakten über Mario. Ist doch egal. Ja, nee, aber das ist ja auch keine Schande, jeder weiß auch, wie der Kanal heißt, den findet man auch noch und alles. Aber die Videos halt nicht mehr. Und Videos, als ich noch auf dem Kanal war, bei anderen, als ich dazu Gast war, das findet man auch noch, da muss man nur einmal suchen. Bist du genau hinter mir? Ja, ich ramm dich nicht. Wow. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht rammen. Achso, du spielst Rosalina? Ja, das ist mein Main. Böse. 9. Jahr, genau. Also bei der Verteidigung gespielt das erste Mal diese Map. Aber sie sieht wild aus, vor allem, dass die Münzen alle eine Yoshi-Prägung haben. Sehr cool. Ist ja auch bei Zelda so, da gibt es ja Rubine und bei der Animal Crossing. Ja, true. Hast du ja Früchte drauf. Na, die Früchte sind aber ja... Achso, echt? Wenn ich drauf achte. Da gibt es ja auch Früchte, die einfach wie ein Pilz agieren. Und in jeder Jahreszeit andere. Richtig. Wenn man da einen Speedrun macht, dann muss man immer Herz auswählen, weil da dann das ganze Laub noch rumliegt. Oder noch mal mehr drin sein kann. So, Vierter. Oh, die Endmusik ist ja auch geil. Ich lieb's. Ich hab Pluspunkte. Yo, der eine hat 17.000. 9 Mii habe ich auch. Hab ich gesehen, sieht cool aus. Ja, ne? Oh, der 17.000 ist weg. Na denn, hat er wohl Angst bekommen. Vor den ganzen Deutschen. Wollte er auch haben, wenn er Airplays verfolgt hat. Hast du Airplays verfolgt? Ne, was ist das? Ah, Reddit. Da konnte man alle 4 Minuten irgendwie so einen Pixel setzen. Ja. So eine große Leinwand. Und da haben die Deutschen dieses Jahr wieder mega, sind da mega abgegangen. Obwohl doch, das habe ich auf Twitter gesehen und dachte mir nur so, ja, auch alle das wirklichen. Ist nicht meine Welt. Mit Papa Platte, der hat da ganz viel krassen Scheiß gemacht. Also Reddit war gar nicht meine Welt. Ich habe mich da mal angemeldet und dachte mir nur so, Alter, ich bin in so komische, kranke Foren gelandet, ich will hier raus. Naja, gibt ja aber für alles was. Also für jeden ist da was dabei. Ja, und aber dann denkst du dir so, ey, das ist meine Lieblings-ASMR-YouTuberin, die mag ich voll, die macht voll tolle Videos. Und dann schreiben die da so, oh, guck dir mal bei der und der Sekunde ihr Video an, da sieht man ihren Ausschnitt. Und ich denke mir nur so, ich glaube, die ist minderjährig, das ist krank. Okay. Nee, ich bin nur in so Reddits, wo Drachen mit Autos und sowas. Achso, das Normale. Nee, aber das gibt's wirklich. Voll cringe. Nee, aber so oh und sowas ist doch ganz cool. Also ABW. Da sind dann so süße Katzenbilder und so. Kann man dafür schon machen. Dafür habe ich ein Fotoalbum. Ja, gut. Aber da kriegst du den neuesten Scheiß an Katzenbildern. Okay, meine Katzenbilder sind von 2009, als meine Katze noch ein Kätzchen war. Da bist du auch ein Katzenmensch? Ja. Wie viele hast du? Keine mehr. Oh, wie viele hattest du? Insgesamt oder höchste gleichzeitig? Beides. Also ich selber hatte eine, mein Vater hatte 3 über die Jahre verteilt. Und ja, also ich hatte eine. Langt ja auch. Ja. Ich habe gerade auch nur noch eine. Aber ich hatte mal zur Spitzenzeit 3 auf einmal. Aber alle in einem Jahr irgendwie gestorben. Voll sad. Ja, das ist traurig, vor allem, weil wir sind ja umgezogen. Und unsere Katze, also meine
Unsere Katze hat dann die ganze Zeit so gemauzt, dass sie raus will, weil sie durfte ja noch nicht raus, man musste sie ja erst an die neue Wohnung gewöhnen. Ja, klar. Meine Mutter war dann irgendwann so davon genervt, so, ey, geh raus, mach, was du willst. Und dann, das Gute war ja, in der alten Wohnung, wir haben ja früher neben meinen Großeltern gewohnt. Und dann war es immer so, oh, Joey ist weg, ja, der kommt schon wieder. Und dann kommt um 6 Uhr morgens ein Anruf, mein Opa hat unsere Katze auf dem Arm und sitzt seit 2 Stunden mit ihm auf dem Sofa und wartet, dass wir sie abholen. Wenigstens Happy End. Und dann... Ja, Blitzblauer, alles cool. Lol! Der Blitz hat mich gerettet. Ich war in der Luft. Und dann hat mich der Blitz getroffen. Und dann kam der Blaue. Du hast den gemacht? Ja, nett, danke. Dadurch bin ich jetzt nur Erster geworden, sonst wäre ich runtergefallen. Was denn? Marios Goldmine. Hast du auch immer als Kind versucht, da in die eine Röhre zu fahren auf der Wii? Nee, ganz am Ende meinst du oder wo? Nee, gleich am Anfang, da ist so eine Röhre, da kann man theoretisch reinfallen und ein Kumpel und ich haben immer versucht, da reinzufahren. Nö. Ja, ich war ein komisches Kind. Ich bin nicht alles komische Kinder. Nee, das komische Kind hat ein Pflaster auf der Brille. Und das war mein bester Freund, sein Name war Bela. Bela B, wie von die Ärzte? Nicht ganz. Mal anderes Thema. Weißt du, mit den Platin-Punkten, die man hier bekommen kann, ne? Ja. Ja. Wann da sich die Missionen verändern? Weil ich habe die irgendwie vor 2-3 Wochen mal gemacht. Mhm. Und seitdem hat sich das nicht mehr aktualisiert. Ich glaube, einmal im Monat. Einmal im Monat, ne? Okay. Ich krieg immer Platin-Punkte, wenn ich raufgehe und mir die Werbung angucke und dann denke ich mir nur so, ich habe so viel und kann mir davon so viel kaufen. Ich glaube, ich bestelle mir wieder Poster. Ja, ich kaufe mir auch immer die ganzen Poster. Ich habe da die beiden Sets, aber das neueste Set habe ich noch nicht, leider. Da fehlen mir noch ein paar. Mit den Gameboy-Spielen hast du noch nicht? Ja, kann sein. Ne, so das erste, was ich mir gekauft habe... Gameboy Advance ist das neueste jetzt, ne? Schon wieder ein blauer, ja genau! Nee, Gameboy Advance ist ein bisschen älter, aber das ist wieder drin. Okay. Ich glaube, dann habe ich die mir gerade gekauft, aber das neueste, was jetzt gerade da ist, nicht? Also das erste, was ich mir gekauft habe, war der Kalender für dieses Jahr. Okay. Den finde ich voll cool, der steht gerade auch auf meinem Schreibtisch. Extra wegen dem Kalender habe ich meinen Schreibtisch mal aufgeräumt. Okay. Und ja, dann habe ich mir nochmal vor kurzem jetzt die Gameboy-Poster, also Super Mario Land 2, Link's Awakening, Metroid 2 gekauft. Die muss ich nur nochmal aufhängen. Ich habe mir diese ganzen komischen Taschen geholt. Mit Kirby drauf, das sah witzig aus. Und mit Splatoon und was war das letzte? Ah, mit Mario und Rabbids. Mario und Rabbids habe ich noch geholt. Das ist aber die beste Tüte, weil die auch aus Stoff ist. Die anderen sind nur aus Plastik. Die nutze ich auch tatsächlich. Da gibt's glaube ich, auch wieder eine neue. Okay, muss ich mal gucken. Wenn die nicht aus Plastik ist, dann kaufe ich sie mir wahrscheinlich sogar. Obwohl die von Kirby natürlich sehr, sehr witzig aussieht. Und niedlich wahrscheinlich. Ja, so als wenn er irgendwas aufgesaugt hätte. Schon cool. Ja. Aber sieht wahrscheinlich komisch aus für andere Leute, die dich dann beobachten. Ein Makel hat es, die Blicke der Menschen. Paris. Ich war noch nie in Paris. Ich schon, ganz häufig als Kind, weil Disneyland und so. Du warst in Disneyland? Ja, sehr, sehr häufig. Irgendwie in jeden Ferien. Weiß auch nicht, warum meine Eltern da immer hin wollten. Ich war im Legoland. Oh, da war ich zum Beispiel noch nie. Ich bin eher der Heidepark und Hansapark. Ja. Nee, da war ich nie, weil meine Mutter mag keine Achterbahn fahren. Ich bin noch nie Achterbahn gefahren und meine Tante auch nicht. Musst du machen. Toll. Erstmal durchgereicht. Hab ich tatsächlich vor. Aber ich trau mich natürlich, weil ich ein kleiner Schisser bin, langsam ran. Ich war im Disneyland, meine erste Achterbahn. Und da wusste ich nicht, dass das eine Achterbahn ist. Da habe ich dann richtig doll geheult, als sie mir gesagt haben, also als diese Bügel da unten waren, dass es eine Achterbahn ist. Wollte ich gar nicht mehr. Aber dann, als das vorbei war, war es richtig geil. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wenn ich einmal drin bin, gefällt es mir auch. Also mein Plan ist jetzt, ich warte, bis meine Nichte im Kindergarten ist. Und dann gehe ich mit ihr in diesen kinder-jugendlichen Freizeitpark, wo ich als kleines Kind immer war. Und dann setze ich sie alibimäßig neben mich in die Achterbahn, falls ich da reinpasse. Und dann werde ich mich wahrscheinlich an sie festkrallen, weil ich Angst habe und sie wird sich totlachen. Süß. Aber ich muss als Begleitung rein, damit sie keine Angst hat. Also das rede ich mir zumindest ein, damit ich damit mich nicht sie so keine Angst hat, ja. Damit ich mich nicht so erbärmlich fühle, werde ich es mir einreden. Oh, 12. Das geht ja noch. Ja. Ich bin Part 5. Und ich kriege keine Items, richtig dumm. Oh Mann, und jetzt sehe ich auch noch gefressen von dieser komischen Piranha-Pflanze. Dein Ernst? Und Stern. Und ich habe Blauen bekommen. Dann trifft mich der ja wenigstens mal nicht. Das ist doch auch eine gute Sache. Immer das Positive sehen. Das Leben muss man echt auch häufiger positiv sehen. Ich hau euch alle um! Nein, ich nicht. Und warst du das? Ja, Rache. Ich hab dich doch auch einmal umgehauen. Ja.
Und da fliegt er jetzt davon. Aber hätte ich gewusst, dass du das gewesen bist, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Ich habe ja auch noch versucht auszuweichen und habe gesagt, Vorsicht, ich will hier nicht reinfahren und dann lenkst du nach rechts und dann... Quatsch, habe ich nicht gehört. Okay, dann tut's mir natürlich leid. Ich bin ein Blauer. Zwei Blaue pro Ding ist schon viel, oder? Geht. Also wenn mehr als ein Blitz alle 30 Sekunden kommt, würde ich mir Sorgen machen. Ja, ich hatte einen Stern, während der Blitz kam und das als erster. Ich lucky, noch davon. Lucky, lucky. Oh, du blöder roter Yoshi. Nee, wo bist du? Okay. Schön nach vorne gearbeitet. Gut, dann war's das mit dieser kurzen Folge. Auf ihr Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.